In Salzburg herzlich willkommen zu den Lauffestspielen in der Mozartstadt. Zum 10. Mal findet der Salzburg-Marathon heuer statt. Die Kulisse ist heute perfekt. Perfektes Wetter, perfekte Kulisse hier in der Salzburger Altstadt im Weltkulturerbe. Und bei mir ist Karl Aumeier, der in den letzten Jahren immer sportliche Glanzlichter hier gesetzt hat, in Salzburg, diesmal in der Veranstaltung, in der Organisation mitwirkt. Karl, was kann denn dieser Marathon, was kann diese Strecke? Die Strecke ist besonders attraktiv, sie führt an sehr schönen Plätzen in Salzburg vorbei, die Stadt ist sehr schön und die Strecke ist vor allem flach, schnell und wir freuen uns deswegen auf Top-Zeiten, die heute gelaufen werden. Es hat sich auch ein Teilnehmerrekord angekündigt, so in der Voranmeldung waren 6.400, 6.500 Teilnehmer, sehr viele internationale Gäste sind mit dabei, ist das der Magnet Salzburger Altstadt? Da bin ich ganz, ganz sicher. Wir haben auch international sehr viel Werbung gemacht. Wir sind auf großen Veranstaltungen vertreten und wir haben heute Läuferinnen und Läufer aus 60 Nationen am Start von allen Kontinenten. Und ich denke, das spricht sehr, sehr stark für die Stadt Salzburg als Austragungsort, aber natürlich auch für die Qualität der Veranstaltung selbst. Herzlichen Dank, Karl Aumeier. Alles Gute für die heutige Veranstaltung. Ja, in wenigen Augenblicken, in wenigen Minuten geht's los. Und Ihr Kommentator, das ist heute Thomas Gonaus. Gestartet und ins Ziel gelaufen wird bei der 10. Auflage des Salzburg-Marathons in einem neuen Start- und Zielbereich auf dem Residenzplatz. In den vergangenen Jahren wurde direkt am Salzachufer losgelaufen. Zum Jubiläum sind die Veranstalter mit Start und Ziel nun wieder direkt ins Herz der Altstadt übersiedelt. Insgesamt werden sich 6.789 Teilnehmer von hier aus auf den Weg machen. Das ist, wie schon zuvor gehört, ein neuer Teilnehmerrekord. Neben der klassischen Marathondistanz über 42,195 Kilometer stehen noch ein Halbmarathon, ein Staffelmarathon und ein 10-Kilometer-Lauf auf dem Programm. Es sollte also für jeden etwas dabei sein. Knapp vor den Läufern geht aber bereits der wohl prominenteste Teilnehmer des Marathontages auf die Strecke, der mehrfache Paralympics-Sieger und Medaillengewinner Thomas Geierspichler hier links im Bild, nützt sein Heimrennen zu Trainingszwecken. Punkt 9 Uhr fällt dann der Startschuss für die Läufer. Vorneweg laufen zunächst einmal die Halbmarathonathleten. Die müssen die 21,1 Kilometer lange Runde natürlich nur einmal bewältigen. Für die Marathonläufer geht es hingegen dann noch ein zweites Mal in großem Bogen rund um die Festung Hohensalzburg. Schon nach wenigen Metern setzen sich aber dann die Marathon-Favoriten an die Spitze und die kommen, wie schon in den vergangenen Jahren, aus Afrika mit der Startnummer 11, der Kenianer Eliud Kiplagat, der in der ersten Runde als Tempomacher für das Tempo sorgen soll, mit der Nummer 10 daneben dann Kiplagats Landsmann John Kirui und als dritter ganz vorne dabei ist der Äthiopier Lemawerk Ketema Welde Aregaye. Das Rennen wird also ein Duell zwischen Kenia und Äthiopien. Für die Läufer geht es nun schon entlang der Hellbrunner Allee in Richtung südlichem Wendepunkt beim Schloss Hellbrunn. Und in dieser langen Allee bleibt einmal Zeit, so richtig den Rhythmus zu finden. Die Topläufer haben sich hier schon weit abgesetzt vom Rest des Feldes. Hier haben wir die schnellsten Halbmarathonläufer. Und nur knapp dahinter hat sich schon die schnellste Dame eingereiht. Vorjahressiegerin Joanne Rottich geht naturgemäß mit Startnummer 1 ins Rennen und ist auch heuer die große Favoritin. Aus nationaler Sicht ist der Salzburg-Marathon in diesem Jahr leider etwas dünn besetzt. Als bester Österreicher platziert sich vorläufig lange Zeit der Salzburger Bernd Griechhammer hier im gelben Trikot mit der Nummer 44. An der Spitze, da geben aber nach wie vor die drei Afrikaner das Tempo vor. Sie sind mittlerweile im Eichetwald unterwegs, also in einem Streckenabschnitt, in dem der Großteil der Hobbyläufer ein wenig die Ruhe genießen kann. Die Spitzenläufer, die haben allerdings keinen Blick für die malerische Kulisse dieses Marathons. Sollten Ihnen selbst diese Bilder nun Lust aufs Laufen gemacht haben, dann haben wir einen Tipp für Sie. Auf insider.orf.at können Sie ein Wochenende für zwei Personen inklusive Flug und Übernachtung und Startnummernpaket für den Jubiläumsmarathon in Berlin gewinnen.
Damit zurück zur Spitze des Salzburg-Marathons. Da schlagen nach wie vor die Läufer aus Kenia und Äthiopien ein hohes Tempo an und nehmen Kurs auf den Streckenrekord, der bei einer Zeit von 2 Stunden, 14 Minuten und 49 Sekunden liegt. Erster im Ziel ist aber dann neben den zahlreichen Teilnehmern am Genusslauf Thomas Geierspichler mit Trainingspartner Markus Schmoll. Die beiden absolvieren den Halbmarathon in knapp über einer Stunde. War natürlich cool gewesen, wenn wir irgendwie unter einer Stunde gefahren waren oder sowas, aber das ist halt, war irgendwie schon klar, die Hellbrunner Allee hält extrem auf, ist zwar nett anzuschauen, aber halt auf. Und dann, ja, es passt schon. Das Wetter ist einfach geil. Es war einfach nur, wir haben es eben vorhin gesagt, es ist einfach nur eine intensive Spaßbelastung. Und ja, taugt mir voll. Also es war einfach super zum Fahren. Sie kennen ja Teile der Strecke aus dem Training auch. Wie war es für Sie, diese Streckenteile dann schließlich rennmäßiger, wettkampfmäßig zu befahren? Voll geil. Also wenn du nachher da beim Lederleitner nachher, da wo du eine vorbeifährst oder in Orchaterwald oder sowas, dann hat es mir fast ein bisschen die ganz laut aufgezogen, weil ich es einfach kenne, so vom Trainieren halt und so. Und die Leute teilweise eben kennst du halt ein paar und das ist dann schon cool. Am Tag der Landtagswahl in Salzburg steht dann nach der ersten Runde Tempomacher Eliud Kiplagat ebenfalls vor der Wahl, aussteigen oder weiterlaufen. Und der Hase entscheidet sich dafür weiterzulaufen. Mit einem Halbmarathon-Split von einer Stunde und sechs Minuten sind die drei nach wie vor auf Rekordkurs. Das gilt auch für Joanne Rottich, die an der Spitze des Damenfeldes ein einsames Rennen läuft. Die erste Verfolgerin Cornelia Köpper aus der Steiermark liegt knapp vor Rennhälfte schon weit zurück. Bei Kilometer 30 könnte dann die Vorentscheidung im Männerrennen fallen. John Kirui verschärft das Tempo und setzt sich von seinen beiden Begleitern ab. Der 35-Jährige weiß in jedem Fall, wie man Marathons gewinnt. In Tallinn und in Bonn hat er schon Siege gefeiert. Kirui hat sich aber schlussendlich dann doch übernommen. Bei Kilometer 38 wird er von seinem Landsmann Eliud Kiplagat wieder eingeholt und dann überholt. Der Tempomacher läuft damit dem Sieg entgegen und auch im Hinblick auf einen neuen Streckenrekord schaut es sehr gut aus. Und Eliud Kiplagat lässt sich den Sieg nicht mehr nehmen. In 2 Stunden, 14 Minuten und 16 Sekunden gewinnt er in der schnellsten je in Salzburg gelaufenen Zeit. Deutlich vor John Kirui und Lemmerwerk Ketema Welde Aregaya. Auf Platz 4 lässt sich schließlich der Salzburger Bernd Griechhammer feiern. Für den schnellsten Österreicher war der Marathon ein hartes Stück Arbeit, wie er im Gespräch mit Christopher Pöhl verrät. Ja, es war Wahnsinn. Es war wirklich sehr warm. Und die zweite Hälfte war ab. Nach der Hellbrunner Allee habe ich die ersten Krämpfe gekriegt und habe Tempo rausgenommen. Und von hinten ist nicht viel gekommen. Aber es war ein schöner Abschluss meiner Karriere. Warum war es der Abschluss? Ich habe so viel Marathon in die Viers. Irgendwann muss Schluss sein. Und ich glaube, heute ist bester Österreicher. Bin ich sehr zufrieden und glücklich. Bei den Damen wiederholt Joanne Rottich als erste Läuferin ihren Erfolg aus dem Vorjahr. Sie siegt am Ende vor der Deutschen Claudia Kaiser und der Steirerin Cornelia Köpper. Die Läufer aus Kenia feiern damit bei der 10. Auflage des Salzburg-Marathons einen Doppelsieg. Und für die Organisatoren gibt es zum Jubiläum ein Sonderlob von Österreichs Marathonveranstalter Nummer 1. Ich bin heute zum ersten Mal hier beim Salzburg-Marathon zu seinem 10. Geburtstag. Und ich bin wirklich angenehm überrascht. Eine sehr nett organisierte Veranstaltung mit vielen Teilnehmern, mit einer tollen Stimmung. Ich war auch auf der Strecke draußen, bin das abgegangen, ein Großteil der Staatsbrücke. Und also wirklich tolle Stimmung, viel Musik, viel Spannung. Eine sehr nett und toll organisierte Veranstaltung. Kompliment an die Familie Langer. Am Ende eines langen Marathontages dürfen sich schließlich alle als Sieger fühlen.